Moin Moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Graveyard Keeper. Wir befinden uns mal wieder in unserem Haus. Und was wir jetzt machen, wir müssen mal unsere Technologien, glaube ich, erweitern. Also wir haben ja hier, also man kann hier oben Technologien gehen, dann können wir mit ZL zurückgehen, das ist unsere Fleischtechnologie, haben wir schon ein bisschen erweitert. Wir können natürlich aber auch unsere Theologie erweitern. Hier ist die Grabplatte, da gibt es hier einfache Grabsteine, die wir herstellen können. Machen wir mal noch nicht, weil ich würde einmal ganz kurz, obwohl das brauchen wir wahrscheinlich, stellen wir mal hier. So. Und jetzt kann man hier nicht mehr machen, weil uns fehlt noch die Technologie dazu. Aber wir brauchen ja auch noch etwas, womit wir unser Werkzeug und so verfeinern können. Wollen wir da irgendwas finden? Der Bau- und Handwerkskunst. Da, guck mal, wir brauchen was zum Sägen. Da fehlt uns auf jeden Fall was Rotes noch. Und hier Brennholz, Steinmetz. Die ganzen Sachen, die uns fehlen, die müssen wir auf jeden Fall hochpushen. Sonst wird das Ganze nichts. Also dafür müssen wir erstmal unsere Sachen erhöhen. Auch Kunst zum Beispiel können wir auch noch erhöhen. Also da haben wir schon einiges gelernt. Die lernen wir, glaube ich, so nach und nach. Ich habe doch hier auch so eine... Habe ich auch ein Rezept? Nutzen. Zack. Und mal was benutzen. Okay, dann lass uns das mal erweitern. Also wir können ja hier beim Kochen kann ich auch noch was lernen. So. Kann ich denn da so machen? Habe ich da irgendwas, was ich machen kann? Nee. Ich weiß nicht, warum mehr Wasser fehlt. Muss es ja auch irgendwas geben, warum ich kein Wasser machen kann. Lass mal die Technologie nochmal angucken. Irgendwas mit Wasser. Landwirtschaft, Imkerei. Weinerzeugung. Also okay, dann müssen wir wahrscheinlich das Wein erstmal lernen, bevor wir den Typen auch Wein geben können. Und Grabsteine. Gut, aber wir können ja mal gucken, ob wir die Grabsteine jetzt schon bauen können. Weiß ich nicht. Gehen wir hier raus. Nee, hier nicht. Aber wir direkt zu den. Direkt zu unseren Gräbern mal hingehen. Weil die vielleicht ein bisschen verfeinern jetzt. Ich weiß nicht, ob es klappt. Wir probieren es mal. Ein stylischer Friedhofswärter, oder? Mit seinem Bart. Oh, hier zum Beispiel. Ein kleiner Grabstein. Können wir natürlich alles hinstellen. Haben wir hier einen. Mal kurz rein. Schon was wir bekommen. Nicht viel, aber immerhin. So, was haben wir hier? Hölzern des Dings. Können wir nicht reparieren, denn uns fehlt uns noch dieser Werkzeugkasten. Wir müssen natürlich ein bisschen mehr von diesen roten bekommen. Also leicht. Oh, da ist der Bischof schon wieder. Scheiße. Bin nicht der Friseur, ja. Wie kann ich den Friedhof in Ordnung bringen? Ich habe den Friseur, haben wir noch nicht. Ich repariere einfach alle Gräber. Ich bräuchte dafür nicht mal eine Stunde, aber das ist ja dein Job. So, repariere Gräber. Und dafür brauchst du vermutlich spezielle Ressourcen, ja. Gut, die müssen wir mal besuchen, die speziellen Ressourcen jetzt. Ja, das heißt suchen. Wir haben ja genug hier. Da brauchst du natürlich nicht mehr. Also wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Holz noch, ein bisschen Werkzeug, um diesen ganzen Scheiß da zu bauen. Aber habe ich das jetzt falsch gesehen? Hier kommt es aber nicht hoch. Handbauen, Handwerk. Also hier gibt es Sägen. Brennholz, Steinmetz. Dafür brauchen wir das. Holzarbeiten. Da fehlt uns aber ein bisschen was. Es fehlt eine Blaupause. Werkbank herstellen, Holzplanke, fertige Anlage. Herstellen, Holzreparaturwerkzeug. Werkbank für Holz, Werkbank für Holz 2. Gut, wo kriegen wir die her, ist die Frage. Blaupause, Werkbank für Holz, herstellen, herstellen. Okay. Gut, gut, gut. Oder auch nicht. Mach ich mal das Blumen mit. Hier wird es wahrscheinlich dann später das andere dazugehören. Bringt es uns noch nichts. Na gut, dann müssen wir unsere Technologie ein bisschen höher machen. Gehen wir mal hier rein. Wir werden die Leiche noch ein bisschen mehr exhumieren. Ein bisschen was Sachen noch dazu bekommen. Auch mal zu entfernen den Schädel. Warum nicht? Und Ärztefusch, okay. Gut.
die Leiche noch schnell begraben. Das Grab hier hinsetzen. Grabstätte, komm, kriegst gleich hier neben ein. Zack. Rein damit und zuschaufeln die ganze Kacke. Zack. Und im Stand zur Kunde. Sehr gut. Also um ein bisschen Punkte zu machen, werden wir ein bisschen was einsammeln hier nochmal. Wir können auch hacken. Okay, da gibt's was Grünes für. Noch was Rotes. Sehr gut. Oh, das können wir auf jeden Fall zu unserem Platz bringen hier. Zack, 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 zack. Die brauchen wir bestimmt nachher für ganz viele Sachen. Wofür weiß ich jetzt auch nicht genau, aber bestimmt für richtig viele Sachen. Gucken wir mal hier rüber. Und du kommst auch noch. So, ein paar Scheite haben wir schon. Die können wir mal wegmachen hier. Okay, werden wir das. Also, wir müssen ein bisschen aufräumen hier, dann kriegen wir auch genug Punkte und können genug Technologien machen. Anscheinend gar nicht so schwer. Machen wir jetzt mal. Wo kommen wir? Pilze auch noch mit. Aber das alles gesammelt wird. Was ist denn das hier? Ein Fahnenweg. Lass mal gucken, ob wir den Friedhof noch ein bisschen aufräumen können. Da gibt es ja auch ein paar Punkte für. Hier liegt ja auch noch was Gold zum Friedhof. Nee. Was ist hier? Das haben wir, glaube ich, auch schon weggeräumt, ne? Jo. Meine Zaun gehen wir reparieren. Das sieht ja auch urig aus. Der Baum hier ist auch gruselig, oder? Gut. Können wir nichts machen. Können wir nichts machen. Können wir nichts machen. Macht nichts. Dann machen wir ein bisschen was auf dem Dorf. Hier bei uns. Und hier diese alten Baum, die wir hier haben. Weg damit. Scheit bringen wir noch schneller hoch. Und wieder. Dann regeln wir, machen wir schon was auf dem Dorf bei uns hier bei uns auf der Farm. So, das kann ich noch wegmachen. Hier. Warum kriegen wir ja nicht weg? Der ist zu groß. Da müssen wir noch ein bisschen besser werden. Hier. Damit. Technologie, Lava aus der Technologie. Nichts alleine hin. Jetzt alles weg hier, was uns nervt. Hier mal ein bisschen Materialien. Oh, okay. Dann gehen wir rein, schlafen eine Runde und machen das gleiche Spiel nochmal. Also es ist natürlich mit viel Arbeit verbunden, das Ganze hier. Können wir mal kurz unsere Sachen fertig machen hier. Zack. Und los. Ach, geht nicht, scheiße. Okay, machen wir gleich. Und dann wieder raus. Ich gehe kurz ratzen. Mal kurz schlafen, bitte. Richtig viel gegessen habe ich noch nicht, ne? Aber naja, brauche ich wahrscheinlich auch nicht immer. So. Ja, cool. Ich glaube, wenn wir jetzt erstmal die Technologie mit den Dings haben, dann können wir unsere Gräber neu machen. Dann sind wir auch langsam mit unserem Grabsteinkram fertig. Super, ich fühle mich so erfrischt. Ja, ich mich auch. Jetzt hier einmal kurz. Geschliffene Axt. Und dann lass uns mal hier in den Wald abholzen. Oh. Kann ich den mitnehmen? Guck. So. Für irgendwas werden die ja nachher zuständig sein, diese Scheite. Die können nachher mit unserer Säge wahrscheinlich bearbeiten und alles. Deswegen. Lass uns da einfach mal nicht beehren und machen einfach weiter. So. Passt nichts mit drauf, das Ding ist voll. Doch, der ist. Okay. Wir müssen mal ganz kurz gucken, mit Technologien. Also, wir brauchen fürs. Wir werden natürlich jetzt hier das Sägen lernen. Machen wir nochmal. Wollen wir das lernen? Wie viel brauchen wir? 20 rote. Wir haben nur 7. Und das können wir auch nicht lernen. Rot brauchen wir relativ viel. Beim Essen brauchen wir nicht gucken, aber hier vielleicht beim Schmiedekosten, hier irgendwas, was wir noch benutzen können. Umpflanzen, na, brauchen wir jetzt noch nicht, wir sind noch nicht so weit mit Pflanzen gekommen. Hier brauchen wir auch nicht zuschlagen.
Ja, auch nicht. Gut. Dann lass uns mal gucken, wie das mit dem Segeln funktioniert. So, Sägeblock. Der Block. Packen wir den hin. Am besten ja hier in der Nähe irgendwie, ne? Oder? Wie lange braucht er, dass er fertig ist? Ach, muss ich zusammenbauen. Ah, okay. Dann hämmern wir mal kurz mal zusammen. Zack, fertig. Guck mal, jetzt können wir Scheite machen. Das ist auch nicht schlecht. Mach doch mal hier Scheite. Und los. Guck mal an. Ich habe noch genug rote Sachen langsam. Und dann haben wir ein paar Balken. Okay, wie es aussieht, müssen wir gleich schlafen. Aber obwohl, mal ein bisschen gucken, können wir schon was essen, ne? Ein bisschen Futter hier, pass mal auf. Okay, er gibt Lebenskraft weg, ist nicht schlecht. Kurz nochmal genug Schlaf gehabt haben, dann gehen wir raus und machen noch mehr, damit wir noch mehr von diesen roten Punkten bekommen, damit wir unsere Fertigkeiten aufbauen können. Was ja auch wichtig ist. Ist hier frisch, ne? Ja, ready. Okay. Mehr können wir hier nicht machen. Hier noch mal Holz hacken können. Eine Stelle können wir noch nicht. Und dann? Ah, vielleicht soll ich mir das Update da oder das Zusatzupdate mit den Zombies holen, damit ich die ganze Sklavenarbeit hier nicht machen muss. Was machen die alles für einen? Nicht schlecht, ne? Da kommt er. So, nimm mit. Da muss man wirklich hart schuften, um hier Erfolg zu haben, ne? Einmal so, wenn so leicht. Wirklich hart schuften. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. Energy-Tränke zu nehmen. Die ja auch leider nicht auf Bäumen wachsen. Die muss man sich natürlich auch hart erarbeiten. Also wenn man Alchemie nachher kann, kann man sich die wahrscheinlich auch selber herstellen. Trotzdem ist es natürlich wichtig, auch fertig werden. So, wir haben auch die neue Technologie, können wir jetzt auch lernen. Machen wir jetzt gleich. Erstmal sägen wir diese Scheiße hier fertig. Zack. Wir machen hier ein paar Scheite. Super, und noch mehr. Ja, super! Da war richtig viel da oben, guck mal. Also. Können wir das mal reingehen? Zack. Technologie. Ja. So, jetzt müssen wir hier. Das Ding müssen wir auf jeden Fall machen. Wichtig. Bam.
Gut. Mal die auf jeden Fall bauen. Was wir hier irgendwie machen können. Werkbank für Holz. Zack. Stellen wir gleich hier oben hin. Mal hin. Fertig. Dann können wir die Reparaturdinger nicht machen. Holzplanken. Die brauchen wir eigentlich. Die brauchen wir Holzplanken. Mal los. Ach, guck mal, wie viele Sachen wir dann bekommen. Oder oben, also viele Punkte für unsere. Ziemlich cool. Und jetzt gucken wir mal, also es fehlen uns noch diese Nägel. Wie kriegen wir die Nägel, ist die Frage. Nägel, Nägel, Nägel. Hier müssen wir mal gucken, was wir für Nägel brauchen. Welche hier finden, irgendwie, ne? Auch hier. Wo gibt's Nägel? Da können wir Nägel nur kaufen. Kunst. Ich würde fast sagen, dass es hier ist, aber hier haben wir nichts gefunden. Okay, also ich weiß nicht, was wir machen können, aber lass uns doch mal zum Dorf laufen, denn dort ist ja der Schmied und vielleicht kann der Schmied uns ja ein paar Sachen verkaufen. Oder? Das habe ich eine gute Idee. Ich hoffe, es kommt später im Spiel eine Schnellreisefunktion. Vielleicht ist sie auch schon da. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare, ob es eine Schnellreisefunktion gibt. Wäre super wichtig für mich, weil das hier ist ja wirklich abartig lange. Aber wir sind doch schon ein Stückchen weit weg. Das Nägel brauchen wir definitiv. Ja, schon drauf. Naja, es geht doch relativ schnell. Aber das ist ja andere wäre schöner. So, der Schmied ist hier unten hängen, ne? Rechts unten oder so. Erkennt man an der Schmiede. Nach Metallerz. Weiß ich, aber du selbst auch gerne Metall. Wo kann ich Erz finden? Riesensumpf, nachdem du den Fluss bequert hast. Ich habe da immer Erz gesammelt, bevor die Brücke eingestürzt ist. Super. Okay, aber jetzt haben wir schon mal eine Blaupause für den Ofen bekommen. Und wollen handeln. Der Nägel haben, oder? Und da sind Nägel. Die auch nicht cool dafür haben, ne? Wie Geld haben wir denn? So. Siebenmal. Zack. Zumindest haben wir jetzt eine neue Technologie erlernt, was natürlich gut ist. Denn das heißt, wir sind in der Schmiedekunst. Aber da können wir mich jetzt auch das lernen. Nägel. Scheiße, perfekt. Gut. Und Glas können wir auch lernen. Na, auch weiß nicht. Dann müssen wir eigentlich ja nur zurück. Oh, wir können einmal zum Wirt nochmal gehen. Aber dann können wir gleich zurückgehen, den Ofen bauen. Und dann können wir selber Nägel herstellen. Und dann sind wir schon wieder. Ich weiß natürlich nicht. Wir brauchen wahrscheinlich noch Erz. Wo wir das finden? Sumpf, sagt er. Hm. Blöd für uns. Aber mal sehen. So, komm her. Ich hab was für dich. Zurück. Auf jeden Fall zurück. Oh, es wird auch schon Nacht, ne? Auf jeden Fall den Friedhof. Auf jeden Fall im nächsten Tag den Friedhof endlich angehen. Wir setzen gleich mal kurz den Ofen da in die Ecke irgendwo, wo wir das hinstellen können. Und die Blaupause, wir können jetzt ja bauen. Wir bauen den. Und durch.
wir jetzt bauen. Dafür brauchen wir aber 8-mal Nägel. Wie viel? Den Ofen können wir noch nicht bauen, aber fehlt uns noch einiges. Ehrlich. Wenn wir Stein Vorrat bauen, dann ist es verkehrt. Und da haben wir keine Nägel mehr, für das andere zu machen. Das ist nicht blöd. Warte mal, guck mal hier rein. Oh, Holzmarkierung können wir bauen. Holzkreuz. Ah, wo ist das? Ja. Ne, wird nichts. Legen uns schlafen und machen es am nächsten Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dann. Tschüss.